Der Hyperstrahl. Ein Volltreffer. Warum macht Aerodactyl? Ich glaube, Aerodactyl hat jetzt in jeder Runde heute einen Volltreffer mit Hyperstrahl gemacht, um Pikachu zu besiegen. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Hyperstrahl. Schon wieder ein Volltreffer. Das. Hallo? Das ist doch unfair. Das dürfte gar nicht so heftig sein. Jeder Angriff ein Volltreffer von Aerodactyl, wenn er Hyperstrahl macht. Das gibt's doch nicht. Hyperstrahl, aber jetzt kein Volltreffer mehr. Blödes Aerodactyl. Es ist schon wieder der dritte Volltreffer hintereinander. Das und der fünfte heute insgesamt von Aerodactyl mit nur mit Hyperstrahl ausschließlich. Andere Attacken nicht mit eingerechnet. Wie viel Pech kann man eigentlich haben, Leute? Ich würde gerne mal so ein Glück haben. Er macht wieder Hyperstrahl, Leute. Na, endlich mal. Kein Volltreffer, Leute. Der erste kein Volltreffer von Aerodactyl mit Hyperstrahl heute in dieser Aufnahme, Leute. Soweit ich mich erinnern kann. Donnerblitz. So, Donnerwelle. Der erste Blitz. Der zweite Blitz. Der dritte Blitz. Na? Blitz trifft schon wieder nicht mehr, Leute. Der vierte Blitz. Der fünfte Blitz. Der sechste Blitz. Geschafft. Sechsmal Blitz, Leute. Wechseln wir auf Vulcano. Hoffentlich überlebt Vulcano es dieses Mal. Silberblick. Der erste. Zweite. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Vulcano wird jedes Mal besiegt, Leute. Dritte. Der vierte. Der fünfte. Der sechste. So, und jetzt mit Wickel besiegen.
Fast. Zum Glück keinen Hypertrank gegeben. So, was brauche ich alles? Ich muss Vulcano wiederbeleben. Vulcano wird jedes Mal besiegt, wenn ich es kämpfen lasse, so ungefähr. Kann es doch nicht sein. So, Supertrank für Vulcano. Und dann noch ein Supertrank für Mushas. So, mit etwas Glück entwickelt sich Europe jetzt beim Kampf gegen Darius. Aber nur mit etwas Glück. Level 33 sollte es schon erreichen. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte es hat, vielleicht sogar Level 34. Ja, wahrscheinlich ist Level 33. So, Hypnose. Sandama schläft, dann machen wir jetzt den Solarstrahl. Es hat halt einfach überlebt, Leute. Aber das überlebt es nicht. Als nächstes Simsala. Ruckzuckieb. Mist. Ein Volltreffer. Das tut weh. Hypertrank. Ruckzuckieb. Jura erreicht Level 32. Donnerwelle. Blitz. Ach Mist. Pikachu hat ja Genauigkeit, gesenkte Genauigkeit, da sollte ich keinen Blitz machen. Und Kokova hat noch gar keine gesenkte Genauigkeit. Aber egal, der Angriff ist so schwach.
Da können wir Pikachu auch normal aufwachen lassen. Pikachu ist aufgewacht. Ich sollte jetzt trotzdem mal auf Mushas wechseln. Aurora-Strahl. Volltreffer, sehr schön. Um die Genauigkeit von Pikachu wiederherzustellen, sollte ich das tun. Blitz. Daneben. Treffer. Zweiter Blitz. Dritter Blitz. Vierter Blitz. Fünfter Blitz. Sechster Blitz. Dann können wir jetzt wieder auf Mushas zurückgehen. Wow. Ernsthaft? Aurora-Strahl. Schon wieder Egelsamen. Dass sie dauernd treffen? Ist nervig. Nur noch einmal. Ja, die sind jetzt egal, denn noch einmal und es ist besiegt. Der Aurora-Strahl. Wir machen einen Donnerblitz. So, wir machen Panzerschutz. Aurora-Strahl. Ja, da ist der Panzerschutz weg. Schade. Ich würde gerne einen Supertrank benutzen. Noch einen Rutenschlag. Surfer. Aber Mushas lässt sich nicht beirren, Leute. Volltreffer. Panzerschutz. Aurora-Strahl. Und Surfer.
Als letztes kommt Blitzer. Da sollte Jurob jetzt dann eigentlich Level 33 erreichen. Erstmal eine Donnerwelle. Dann ein Blitz. Ein Blitz. Ein Volltreffer. Das tat weh. Wir geben einen Hypertrank. Endlich Blitz. Ruckzucki. Jurob erreicht Level 33. Jurob entwickelt sich noch nicht, Leute. Schade. Dann wohl beim nächsten Mal. Hatte er gehofft, es könnte jetzt noch sein, dass sich Jurob entwickelt. Und wir beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Pokémon starten könnten. Mit Caputo. Oder Fleckmon. Wobei ich glaube, dass Fleckmon sich mit einem Stein entwickelt. Keine Ahnung. Naja. Aber zumindest ein neues Pokémon haben wir wieder bekommen, Leute. Ein Enteron. Und beim nächsten Mal könnten wir zwei neue Pokémon bekommen. Ein Yugong und vielleicht ein Kaputops. Oder ein Lamus. Aber wenn sich es mit einem Stein entwickelt, nehme ich Caputo. Naja. Mal sehen. Es ist echt schön, Leute, wenn wir jede Aufnahme mindestens ein Pokémon neu dazu bekommen. Also beim nächsten Mal bin ich ja davon überzeugt, dass wir zwei dazu bekommen. Yugong und höchstwahrscheinlich Caputops. Die Aufnahme danach müsste es ja eigentlich auch langsamer sein. Ich meine, Mushas hat ja auch schon fast Level 50. Ich bin davon überzeugt, dass Mushas in der nächsten Aufnahme Level 50 erreichen und die letzte Attacke lernen wird. Das heißt, in der Aufnahme danach Level 51 wahrscheinlich. Und wir werden es dann entwickeln. Dann würden wir Sterndu mitnehmen. Mit Vulcano, das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Vulcano wird irgendwie immer besiegt und kriegt nie genug Erfahrungspunkte. Was sehr schade ist. Owei ist... lernt, glaube ich, mit Level 49 die letzte Attacke. Ist also auch schon fast zu weit. Dragoni dauert noch.
Bin ich ja mal gespannt, wie lange wir noch brauchen dafür. Aber ich denke nicht mehr allzu lange. So, speichern. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute.